Danke, dass du mir die Omnitrix bringst. Nur ihretwegen hast du unsere letzte Begegnung überlebt. Ich bin fast beeindruckt. Hey, meine Augen sind hier oben, Vilgax. Und ich hoffe, du bist bereit für Runde 2, denn du erlebst gleich ein höllisches Inferno. Ich bin immer bereit, Gestaltenwandler. Hä? Auch gut. Alpha-Kick! Erbärmlich. Nicht so schnell, Vilgax. Du hast gleich Zähne in den Armen. Ja! Ich kann meine Transformationen nicht kontrollieren, aber vielleicht kann ich meinen Mangel an Kontrolle kontrollieren. Jetzt pass mal auf, Tintenfischring! Mach dich auf was gefasst, denn nicht mal ich kenne meinen nächsten Angriff. Mini-Jet? Die Krake. Vier Fäuste für ein Halleluja! Deine Kristalle lassen mich kalt! Es geht nicht um die Kristalle auf der Visage, es geht um den Überraschungseffekt! Ein Kampf ist schwierig, wenn man nicht weiß, gegen wen. Es scheint, als ob ich die Macht der Omnitrix gehörig unterschätzt habe. Sie gibt einem kleinen Kind die Kraft, mich herauszufordern. Vilgax, den Eroberer. Ich denke, ich nehme sie mir. Komm und hol sie dir! Die flüssige Energie dieses dreckigen Planeten hat mein Schiff vollständig aufgeladen. Endlich kann ich die Galaxie weiter erobern. Max, was machst du da? Ich muss Ben helfen. Waghalsig wie eh und je, was? Er ist mein Enkel, Phil. Er verlässt sich auf mich. Du willst also auf ein Alien-Raumschiff springen, das nur knapp über brodelnder Lava schwebt? Keine gute Idee. Achtung, auf dem Weg! Gwen! Nein! Du hättest nicht zurückkommen sollen, törichter Grünschnabel. Hey! Niemand außer mir nennt meinen Cousin töricht, Glitschgesicht. Gwen? Vor dir habe ich keine Angst! Warte hier! Warum? Ich bin deine Verstärkung! Du solltest nicht hier sein! Was? Du kannst doch nicht den ganzen Spaß allein haben! Ich könnte es nicht ertragen, wenn er dir wehtut. Er ist sogar für mich zu stark! Du musst an dich glauben, Ben. Also ich tu's. Sehr rührende letzte Worte. Cousin und Cousine auf ewig. Ich habe eine Mission für dich. Du musst dich um Opa Max kümmern. Ben, was machst du? Achtung! Alles in Ordnung? Ja, schon. Aber ich mache mir Sorgen um Ben. Er hat Angst. Manchmal ist Angst der beste Ansporn. Gwen! Willkommen in meinem Kontrollraum. Träger der Omnitrix. Dieser Kampf ist vorüber. Ich bin wieder ich selbst. Was hast du getan? Was deine Inkompetenz und Ignoranz nicht konnte, ich habe die Omnitrix repariert. Und jetzt solltest du dich besser wappnen. Der Entnahmeprozess ist ziemlich schmerzhaft. Du dummdreister Bengel! Wenn er sie repariert hat, dann habe ich wieder die freie Alien-Auswahl. Nicht einer deiner bisherigen Aliens hat die Macht, mein Schiff in 30 Sekunden am Sprung in den Orbit zu hindern. Es gibt aber einen Alien, den du noch nicht kennst. Und sein Name ist Upgrade. Ich hoffe, du hattest einen schönen Flug, denn dein UFO kannst du gleich in die Tonne treten. Ein galvanischer Mechamorpher? Nein! Ja, ein massives Raumschiff-Downgrade kommt sofort.